Herzlich willkommen in mein Wunschpartner-Orakel in Zeitraum von 20. November bis 26. November 2017. Wunschpartner-Orakel. Also ich gehe davon aus, ihr habt jemand schon in euren Gedanken, in euren Herzen. Und das beschreibt die Situation bei euch und auch bei euren Wunschpartner oder euren Wunschpartnerin. Die eine Seite beschreibt das, wo ihr gerade befindet, auch worüber ihr Gedanken machen sollt und auch das Unbewusste. Und ich nenne diese Seite als Ich-Seite. Ich werde aber sofort es auch zeigen. Und gegenüber entstehen die Bilder von euren Wunschpartner oder Wunschpartnerin, was ich als Du-Seite beschreibe. Da sind seine, wenn das ein Wunschpartner ist natürlich, seine Situation oder worüber er Gedanken machen soll, was soll er tun als nächstes und wo liegen die Hindernisse, was er nicht gerne anschauen möchte oder ihm das nicht bewusst ist. Und dann ganz unten liegen auch Überraschungskarten. Und jetzt beginnen wir auch die Deutung von diesen Karten, zwar an Ich-Seite, das bedeutet nicht mich persönlich natürlich, sondern euren jetzigen Situation. Und das beschreibt, dass Ich-Seite die Karten in die Mitte. Wir beginnen an Ich-Seite. Das betrifft natürlich nicht mich persönlich, sondern eure jetzige Situation. Und da ist das Glück da. Glück. Glück in die Liebe. Weil das Herz liegt auch dabei. Glück in die Liebe. Und das Kreuz bedeutet Schicksal, schicksalhafte Begegnungen oder Veränderungen oder Entscheidungen. All das kann der Kreuz bedeuten. Und diese drei Karten in die Mitte, das Herz, Klee und die Kreuz, das ist euren jetzige momentane Situation. Dann schauen wir an der Du-Seite. Wo befindet gerade euren Wunschpartner oder Wunschpartnerin? Hier und jetzt, momentan. Das zeigt die mittlere Karte, diese drei Karten. Der Bär, die Dame und der Weg. Diese drei. Und die Dame kann bedeuten, dass er gerade zu euch zurückkehrt oder sucht den Weg zu euch, die Verbindung. Und da zeigt er Kraft und Mut oder gibt euch Kraft und Mut. Das wäre der Bär. Der Bär kann auch eine Person sein, jemand, was zum Sagen hat. Und das kann natürlich in seinem Leben momentan noch eine Dame sein, das kann die Chefin sein oder die Ehefrau sein oder Freundin sein und er sucht da einen Ausweg. Also das ist natürlich auch möglich, wenn ich den Bär als Personenkarte betrachte. Also diese Dame kann euch betreffen und das ist die Kraft und Mut, Entscheidungen zu treffen und sucht den Weg zu euch, aber kann auch eine Situation bei Wunschpartner sein, das Einfluss hat von einer weiblichen Person und diese Frau hat sehr viel Macht über ihn und er sucht einen Ausweg. Das ist natürlich diese Deutung auch möglich. Und jetzt schauen wir die oberen Karte an, zwar an Ich-Seite. Und das meine ich wieder nicht meine persönlichen Situation, sondern das betrifft euch. Und das sind die Karten, worüber ihr Gedanken machen sollt
Und das ist erstmal der Schlange, der Fuchs und der Baum. Diese drei Karten. Darüber sollt ihr mal nachdenken. Kann natürlich auch bedeuten, das ist der nächste Schritt, was dann kommt. Die Schlange ist eine weibliche Person. Die Fuchs ist Falschheit und der Baum bedeutet etwas kränkt. Macht ihr mal darüber Gedanken, welche weiblichen Person ist falsch, was euch auch kränkt. Kann auch bedeuten Gesundheitszustand und dann bedeutet die Schlange, die Darmbereich, dass in die nächste Zeit da Beschwerden habt. Aber ich möchte jetzt nicht über Gesundheitsthemen aufhalten. Ich würde mal intuitiv sagen, es ist eine weibliche Person auf euren Umgebung, wo neidisch ist. Vielleicht wegen diesem Herz, diesem Herzensangelegenheit. Oder ist sie eifersüchtig? Worüber soll er Gedanken machen? Natürlich, wenn das ein Wunschpartner ist. Das sind die oberen Karten der Rute. Ihm tut etwas leid. Dann die Lilien. Er sollte das in Ordnung bringen, bereinigen. Und das spürt er auch und das wird der nächste Schritt sein. Und die erste Karte in die oberen Reihen, die Vögel, bedeutet ein Gespräch. Entweder ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch. Und das ist wichtig, dass etwas er in Ordnung bringt oder sich entschuldigt. Jetzt betrachten wir die unteren Karten, die unteren drei Karten, erstmal bei euch. Also an Ich-Seite. Es ist etwas, was man gerne verdrängt oder was man noch gar nicht so sieht, weil das alles in die Schwebe ist, aber das sollte man auch betrachten. Einmal die Mäuse, dann der Anker und die Sense. Der Anker kann natürlich Sicherheit, Stabilität bedeuten, dass ihr diesen Wunsch habt, aber noch Ängste. Und auch die Sense, dass das zu verloren geht, Verlustängste natürlich. Aber ich würde eher das auf den beruflichen Situation beziehen, diese drei Karten. Viel zu viel Stress im Arbeitsplatz. Und da Gedanken machen, ob ihr eine Entscheidung treffen sollt beruflich. Und diese Sense könnte eine Kündigung sein, dass ihr beruflich verändert. Entweder, weil das für euch zu viel ist und ihr kündigt selbst, oder ihr habt Angst. Mäuse bedeutet auch Ängste. Angst, Verlustangst oder Angst von Kündigung. Und was verdrängt er, wenn das der Wunschpartner ist natürlich? Schauen wir die Du-Seite mal an. Bei ihm erscheint der Berg, die Fischen und der Ring. Diese drei Karten, was er verdrängt oder das ist alles noch in die Schwebe. Die Fischen bedeutet auch die Finanzen. Natürlich, der Ring kann auch bedeuten, dass er noch gebunden ist und hat finanzielle Verpflichtungen. Vielleicht ist es diese Dame und der Bär wäre dann ein Anwalt oder ein Richter, dass er jetzt klare Entscheidungen trifft und kommt zum Scheidung und es wird natürlich für ihn eine finanzielle Belastung sein oder muss er zahlen. Das, was er noch nicht wahrnimmt, was noch nicht aktuell ist. Die Berg kann diese Schwierigkeiten bedeuten, aber Berg auch eine Zeitkarte ist und bedeutet die Wintermonate. Und das sind die Deutungsmöglichkeiten.
Jetzt schauen wir mal im Allgemeinen an. Bei euren Situationen ist wichtig, dass die Liebepartnerschaft aktuell ist, zeitlich auch, weil die Klee ist auch eine Zeitkarte von 4 Tagen bis zum 4 Wochen. Die Kreuz zeigt an wichtige Entscheidungen oder schicksalhafte Begegnungen. Aber ihr habt in euren Umgebung diese falsche Frau, die Schlange, und seid ihr vorsichtig, weil ihr habt Neider oder jemand ist eifersüchtig, und betrachtet euren beruflichen Situation, weil das kann zu viel sein, zu stressig sein, und überwindet bitte euren Ängste und bringt die beruflichen Situation in Ordnung. In seiner Seite erscheinst du und er sucht den Weg zu dir, ein klärendes Gespräch, er bringt etwas in Ordnung, es tut ihm etwas leid. Kann auch eine Dame noch in sein Leben sein, wo etwas bestimmt bei ihm, entweder die Chefin, und hat er da finanzielle Schwierigkeiten in Arbeit, aber ich würde eher sagen, das ist noch die Ex-Frau, und kommt zum Scheidung und all das natürlich mit Kosten verbunden und er soll das damit auch bewusst sein. In die Mitte erscheint ein Engelkarte und diese Engel, Isalel, begleitet euch in diesem Zeitraum und hilft euch bei dieser Situation auch beruflich, weil dieser Engel sagt, beruflichen Erfolg und Kreativität, klarer Verstand, wichtige klare Entscheidungen und wichtige Verbindungen auch. Dieser Engel ist auch gleichzeitig ein Schutzengel und hilft bei Erfolg. Und da dieser Kreuz ist auch die Entscheidungen, was in euren Leben gerade kommt. Und jetzt betrachten wir die unteren 3 Karten. Und das sind unerwartete Ereignisse, was die ganze Situation beeinflussen kann. Es kann passieren, dass das nicht in diesem Zeitraum, sondern etwas später kommt. Die 1. Karte ist das Unglück. Dann die 2. der Geliebte und das Geld. Das kann natürlich ein Hinweis sein, dass eure Liebe Geld verliert und dann passt natürlich auf diesen Karten, was wir vorher besprochen haben, die finanzielle Situation, gerade wenn es um Trennung geht, dass er da Kosten hat oder geht diese Geld verloren, dann hängt das alles zusammen. Natürlich macht ihm das auch unglücklich. Kann aber auch bedeuten, dass ihr noch einen Verehrer habt, und da bekommt ihr keine Wertschätzung und das ist nicht euren Wunschpartner, sondern ein anderer Mann. Und das macht euch ein bisschen unglücklich. Das natürlich können wir diese 3 Karten auch mal so deuten. Und das war mein Wunschpartner-Orakel. Diese Legung ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit für euch das persönlich auslegen, maßgeschnitten, und das könnt ihr gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und ich empfehle noch dazu die Blitzberatungen. Das funktioniert über E-Mail. Ihr beschreibt euren Lebenssituation oder stellt die Fragen, wie zum Beispiel, wird er sich wirklich trennen? Was kommt auf ihn finanziell zu? Soll ich mich wirklich kündigen? Oder wer ist diese falsche Frau in meiner Umgebung? Dann kommt natürlich mehr Klarheit und das Passen auf euren Lebenssituation. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich blitzschnell. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Ich empfehle euch, ein kleines Ritual zu machen. Und hier im Bild erscheint
die Schlange, eine schwarze Kerze, und das symbolisiert natürlich die Schlange im Kartenbild. Und hier die Öl dazu, das entfernt negativen Energien. Und das bedeutet, ihr ölt diese Kerze an, zündet an und lasst es einfach brennen. Und hier ist die Duft, die Räucherstab, die Reinigung, das bereinigt alles, die Duft der Ruda und ein Granulat noch dazu, Myrrhe. Und das könnte ich auch als Reinigung benutzen. Diese Hilfsmittel für dieses kleine Ritual befindet sich in meiner Webseite www.denderasusannamedici.com. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.